Okay, wir haben noch eine Dreiviertelstunde mit Quantum Break. Danach, wie ihr gesehen habt, geht es weiter mit Inside PlayStation. Eine Premiere hier auf Rocket Beans TV. Wolf und Anne und Trant sind wieder am Schissel hier. Ja, und wir sind in Quantum Break relativ weit. Ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte irgendwo im Rahmen der ersten Hälfte des Spiels befinden wir uns. Kurz mal, vielleicht nach dem halben Spiel so ein kurzes Fazit oder so ein Vorfazit oder so ein Stimmungsbarometer. Also, TV-Serie, ja, vernachlässigbar. Hat schöne Momente, hat auch stellenweise regietechnisch schöne Einstellungen, hat sogar stellenweise schöne Locations. Aber es wäre jetzt nichts, was ich wirklich unbedingt angucken wollen würde. Brauche ich nicht zwingend, erklärt aber storytechnisch doch einiges zum Spiel. Insofern hat es seine Berechtigung. Das Spiel an sich, Grafik ist absolut phänomenal. Sound ist meiner Ansicht nach sehr innovativ. Es ist halt nicht wirklich, es ist wirklich nicht jedermanns Fall. Und das kann ich echt gut verstehen. Es ist schon, hat eine leichte Tendenz zum Nerven. Aber ich mag irgendwie die Art, wie sie eingebaut ist. Ich mag, es passt, finde ich, sehr zum Thema des Zeitsprungs und des Zeiteinsfrierens, wenn es dann so staccatoartig aufhört, wieder losgeht. Also musikalisch, muss ich sagen, experimentell, aber schön. Die Story, schwierig. Ist natürlich schwierig, weil wir jetzt erst die erste Hälfte der Story wissen, aber es geht schon in eine Richtung, die mir gefällt. Bin aber noch gespannt, wie es dann am Ende wirklich ausgeht. Da kann ich noch keine wirkliche Meinung dazu haben, aber ich finde, man hat sich schon Mühe gemacht, es möglichst verzweigt auf mehrere Personen und Motivationen vor allen Dingen aufzuteilen. Also mal gucken, was da noch draus passiert. Ja, und das Spiel an sich ist ein simpler Deckungsshooter. Also da brauchen wir nicht wirklich drum herum reden. Es ist wie Alan Wake und Uncharted, nur dass weniger geklettert und gesprungen wird. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil bei Uncharted sage ich auch immer, ey, da wird zu viel geballert, da ist irgendwie alles zu viel Action und zu wenig stellenweise erforschen. Und hier gibt's dann immerhin ab und zu auch so gewisse Momente, wo man einfach nur frei rumlaufen und sich alles so ein bisschen anlesen kann. Die kann man natürlich auch relativ leicht überspringen, aber man kann auch viel Spaß damit haben. Also auch da würde ich sagen, spielerisch jetzt keine Offenbarung. Ich würde sogar sagen, auf einem Level, auf einer Ebene mit Alan Wake, was das Gameplay, wie man so schön sagt, angeht. Denn beides war einfach nur Mittel zum Zweck. Es bringt dich von A nach B, es stellt dir die Charaktere vor, dazwischen wird geredet, bisschen Exposition, Story, bla bla bla. Das alles macht es okay. Es macht es okay bis gut, mehr aber bisher auch noch nicht. So, das ist meine kurze, ungefärbte Mittelpunkt-Meinung zu dem Spiel. Und jetzt gucken wir uns Episode 4 an. Viel Spaß. You took the one thing Mr. Serene needed to survive, Dr. Amaral. That made you priority one. Yeah, they made that clear. Monarch lined every escape route with barricades, roadblocks. I had to get to the mainland, but I couldn't do it by car. Needed a new plan. All right, let's go. Beth, I think I'm gonna need a ride. The streets are too hot. All right, where do you want me? I'll let you know as soon as I find some higher ground and get a good look at the situation on the bridge. I think it might be a no-go. Gotta get to higher ground. Okay, geh ich erstmal in den Keller. Nee, da geht nix. Die Frage wahrscheinlich hier, sonst wäre es ja nicht extra so präsent angeleuchtet. Och, muss ich echt die Treppe nehmen? Wirklich? Die Treppe! Nee, doch nicht. Doch da oben. Ah, ist das einer von diesen Zeitkristallen? Die habe ich bisher mehr oder weniger vernachlässigt. Tut mir auch leid, ich habe im Chat gelesen, dass ich die einsammeln soll. Jetzt gerade weiß ich aber gar nicht, wie würde ich da hinkommen. Kann er hier drauf? Und dann sich so hier so hangeln? Nee, das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Uncharted und Quantum Break. In Uncharted würde man sich hier hinhangeln können. Wenn ich jetzt springe, auch nicht. Na gut. Vielleicht ist das da oben auch gar nicht so wichtig. Nee, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Und ist da auch noch ein Kristall? Was ist denn hier los? Ja, es sind wirklich diese Chronoquellen. Habe ich bisher leider sehr wenig von gesammelt, könnte man jetzt echt mal langsam machen, weil damit kann ich meine Upgrades nämlich aktivieren. Das ist echt ein bisschen doof, habe ich bisher noch nicht viel gemacht mit. So, maximaler Fokus. Zeitfokussierung dauert noch länger an, das kann man auf jeden Fall machen. Wie kann ich das aktivieren? Ach so.
Wie viele Punkte braucht er? Kosten 4. Na, das bringt mir nichts. Während sich Jack innerhalb des Radius des Zeitschilds befindet, erholt er sich schneller von Treffern. Ja, kann ich das auch nicht kaufen? Doch, so. Okay, hat sich doch gelohnt, dass ich da schnell mal hin bin. I'm looking at the bridge right now. It's a lot of Monarch. I don't know, maybe you could sneak across? Well, maybe. Or I could pick you up. Let me know. I'm pretty exposed out here, so try to make it fast. I'll be a lot better when you get me on that boat. Monarch's right on my ass. I'm not exactly making friends out here. How's Dr. Amaral? Still kicking and screaming. How long do you need to get here? That depends. Let me check. Better get inside before the chopper spots me. Night Springs? Yeah, just looking for a viewpoint. Das ist so typisch Alan Wake. Ich warte mal gucken, was so, hier kommt. We don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a replacement. All ponies are made of butter in Night Springs. Ah! Weg! Weg! There is always lots of the Kratzu things happening in Gitu of Niget Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright Blings. Night Spring. Fright Winge. Jesus. We know the old dance. Ich muss jetzt leider aufhören, ich würde es mir echt eigentlich noch stundenlang anhören können. Ich mag diese ganzen Metaebenen und ich mag Sam Lakes Hang zum Humor. Selbst in düsteren Zeiten wie diesen. Aber ich glaube, ihr wollt jetzt langsam weiter in der Story. We still have no visual on Joyce or Wilder. Doing another sweep. I can't stay here long, Jack. You're gonna need to be quick. Yeah, about that. Bad news? Reoccurring theme of the night. I'm looking at the bridge right now. If I go anywhere near that thing, there's gonna be innocent people caught in the crossfire. All right. Any bright ideas? Thanks for your patience, folks. We'll have you on your way again soon. Let me see. There's a pier under the bridge. You should be able to meet me there with the boat. Giant gas sign out front. Can't miss it. It's nice and bright for Monarch to see. There's not a lot of options. Switching to Monarch frequencies. Be in touch soon. All right, I'll be there in a few minutes. Don't stand me up. Okay, how are we getting down there? Where's the fire pole? Search for Jack Joyce, the suspect in last night's university terror attack. Joyce may also have been involved in a firefight at the Monarch Mansion on Gull Island approximately 30 minutes ago. On the line, we have Ken Bukowski. Excuse me, sir.
We're helping the police looking for a terrorist. Have you seen anything out of the ordinary? Is that the guy who blew up the library? James Joyce? Jack Joyce, yeah. You see anything out of the ordinary? Well, I mean, there's a sports car parked in the street back there. It's kind of red. Please, show me what. Damn it. Better hurry. Terrorist known as Jack Joyce. Thanks for your continued patience. Please talk to one of our security personnel if you have anything to report. Somebody's sneaking around down there. Hey! I think that's Jack Joyce! Wo könnte hier... Oh, die sehen einen noch sofort. Sind die erledigt? Ja, ich denke schon. Boah, das kann ich ja auch. Na komm, mach was. Beth went out the window as soon as the stutter hit. Her boat couldn't get to you. No, but it gave me an opportunity to climb up on the bridge and cross it, slip right past Monarch, more or less undetected. I should get up on that bridge and make my way across it before this stutter ends. Na gut, geh ich da lang. Ach, das sieht auch schön irgendwie aus hier. Die Bremslichter. The scene on the bridge was unreal. They weren't cops. They had no authority to do this. But the Monarch PR machine had done its job. Here they were, the heroes protecting everybody. And you were the terrorist. Yeah. This is going on Facebook right now. Uh-oh. Ich mach doch meinen Turbo. Warum geht mein Turbo nicht? Ah, okay, weil ich gerade behindert wurde daran. Ich nehme an, durch die Jungs hier. Okay. Wo ist er? Ah, shit, ich dachte, der wäre schon weiter. Oh Gott, jetzt wird hier auch noch eine Granate geworfen. Das ist jetzt vielleicht wieder so eine... Es gibt diese Granaten, die meine Fähigkeiten stoppen. Und das sieht mir so ein bisschen wie eine aus. So, nur noch der Typ, oder? Ist hier noch irgendwo mehr? Oh, oh, das hier ist ein Fehler. Da habe ich mich direkt in eine Sackgasse manövriert. Aber hier bin ich hier sicher. So, jetzt gibt es die volle Breitseite meiner Macht. Okay, sie hat nichts gebracht. Oh. Schieß nicht! Nein, du auch noch! Ah, na gut. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Man muss ein wenig taktischer vorgehen. Es ist offensichtlich doch nicht so einfach, hier über die Brücke zu kommen.
So, jetzt bin ich gespannt. Wie wird Simon es jetzt schaffen? Nicht mal ich weiß es. Das ist das Spannende daran. Auch ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffen werde. Doch ich weiß, es wird passieren. Wir haben nämlich noch eine Viertelstunde. Und das heißt, ich muss es schaffen. Sonst würde ich eine Viertelstunde jetzt an diesem Gegner verzweifeln. Und das hatten wir ja noch nie. Oh, den drücke ich jetzt mal weg. Ups, geht nicht, Entschuldigung. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe doch nur Start gedrückt. Na gut. Awkward. Was ist denn los? Du warst doch, der Level war doch schon gerade geladen. Die Konsole verarscht mich. Tut so, als hätte sie noch voll was zu tun. Es ist gar nicht so einfach, wenn man die Fähigkeit nicht hat. Kann man einfach nicht schnell genug abhauen. Und es kommen eben auch ständig welche hinterher. Okay. So, das hat ein bisschen funktioniert. Jetzt muss ich nur echt aufpassen, dass ich nicht wieder überrumpelt werde. Manchmal kommen die dann doch wieder nach, die Jungs. Und ihn hier muss ich von hinten erwischen. Okay, Energie ist fast aufgeladen. Ihr seht das Icon ganz unten rechts. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Nein. Na, ja, vielleicht schon. So, jetzt versuche ich hinter ihn zu kommen. Ah, da war ich wieder ein Ticken zu nah, jetzt muss ich weg. Und das ist ja der Part, der ein oder andere von euch hat in meinem Kurzfazit eben auch im Chat gesagt, dass er das nicht ganz so sieht, dass es ein Deckungsshooter ist. Insofern hat derjenige natürlich einen Punkt. Es ist nicht so sehr ein Deckungsshooter, wie Uncharted ein Deckungsshooter ist. Aber man geht nun mal in Deckung und das ziemlich häufig. Aber es ist eher noch eine Prise Vanquish, falls ihr das kennt, drin. Dieses sehr schnelle, von links nach rechts sich bewegen, dieses Wuschen, das hat ziemlich viel von Vanquish. Nur wer Vanquish kennt, weiß, das ist vom Rest des Spiels was völlig anderes. Also fehlt mir da auch ein bisschen der direkte Vergleich. Aber allein das ist, finde ich, ein ganz gutes Zeichen, dass es so viele verschiedene mögliche Spiele gibt, die alle eine hohe Wertung haben oder zumindest eine akzeptable Wertung, mit denen man das vergleichen kann. Das ist ja auch irgendwo was Besonderes. Zumindest ist es kein Zeichen von schlechter Qualität. So, habe ich ihn erwischt? Ist er weg, oder? Hat er noch? Nee, hat noch ein bisschen. Ja, das bringt leider alles nichts. Ich muss ihn von hinten erwischen. Und jetzt geht's los. Hüpf. Das wäre gute Autowerbung. Das Auto, das nicht zerstört werden kann. Aber hat's eine Marke? Ich weiß nicht. Ich kann da keine Marke erkennen. N. Und weiter. Hoffentlich habe ich jetzt das letzte Mal. Ist er weg? Nee, der lebt ja immer noch. Was ist denn mit dem los? Ach nee, doch nicht. Das war's. Oh nee, doch nicht. Ich habe den verwechselt mit dem Typen, der vor ihm rumgeschwebt ist. Ach, ist doch alles eine einzige Verarsche hier. Zum Glück hat er echt keine Ahnung, wie man seine Waffe benutzt. Okay, meine Energie ist aufgeladen. Ich warte nur noch auf den richtigen Moment. Der hält einiges aus. Ich hatte vorher, das letzte Mal, als ich einen Gegner dieser Klasse bekämpft habe, hatte ich die Schrotflinte. Die war ein bisschen mehr Wumms gehabt.
Ach komm, nee, ernsthaft? Oh, das war jetzt aber unangenehm. Ich meine, ich war jetzt wirklich, ich hab's gesehen, ich hab ihn echt, er war meine Bitch, ey. Ich hab den nur noch einen Laserkick, Laserschelle, Laser, alles. Er war eigentlich jetzt eine Bud Spencer-Matz. War das Einzige, was noch gefehlt hat. Und irgendwie hat er jetzt aber das Auto zum Explodieren gebracht oder hat mich direkt mit seinen Projektilen getroffen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das weiß nur der Wind. Das weiß nur Sam Lake. Und es ist ganz sicher Betrug gewesen. Da sind wir uns einig. So, überspringen und jetzt lädt er nochmal. Ach Leute, das muss nicht sein. An diese Stelle einen Savepunkt zu setzen, der zweimal Laden voraussetzt, das ist nicht schlechtes Gameplay, schlechtes Game Design. So sieht's aus. Aber auch nicht schlimm. Konnte ja keiner mit rechnen, dass ich da sterbe. Weg, 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 weg. Gesehen, da wollte er mich hauen. Ich bin der Zeitschläger. Ich bin die Faust aus dem Nichts. Du bist nur ein Vasalle, ein lächerlicher kleiner Pupsfeind. Ach Gott. No, 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 no. Ja, ja, genau. No, 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 no. Alter, frontaler Treffer mit Raketen. Schaffen wir es aber. Was passiert eigentlich, wenn ich mein Zeitschild aktiviere? Prallen die dann ab? Problem ist ja, er kann meine Fähigkeiten unterbrechen. Das will ich aber nicht. Deswegen muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zu nahe komme auch. Oh, 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 ja, aber ich habe ihn noch getroffen, okay. Aber das war schon nicht mehr so gut. Irgendwie traue ich den Autos jetzt auch nicht mehr. Ah! Ja, genau davor habe ich nämlich Angst. Mal so 2-3 Mal treffen. Ist jetzt vielleicht nicht der spannendste Kampf, muss ich auch ehrlich zugeben. Da fand ich die im Haus doch ein bisschen spannender mit den Snipern und allem. Das hier ist im Grunde einfach nur ein bisschen warten. Ach komm, schon wieder. Nee. Das Geräusch der, habt ihr so eine Footballtröte gehabt oder was? Ja, das ist wirklich ganz schön ärgerlich, Mann. Nur noch ein Gegner. Und ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht klein. Naja. Was sagt denn der Chat? Swoosh halt mal. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Da müsst ihr unten rechts reingucken. Da seht ihr, wenn ich swooshen kann. Und wenn ich nicht swooshen kann, dann kann ich nicht swooshen. Jetzt machen wir es. So, jetzt gibt es erst noch eine Ladesequenz. Was sagt der Chat? Ja, da sagt jemand wahrscheinlich was Richtiges. Wenn du die Zeitsplitter gesammelt hättest, wäre das ein 3-Sekunden-Kampf. Aber ich habe doch so viel ausprobiert und angeguckt. Warum habe ich die Zeitsplitter nicht gefunden? Das weiß ich auch nicht, offen gesagt. Ich habe doch schon viel rumgesucht eigentlich. Das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen. Weil ich habe irgendwie diese Zeitsplitter nicht gesucht. Diese Autos. Man weiß nie, wann sind sie gefährlich. Sieht er mich jetzt? Nein, er sieht mich nicht. Okay. Da hinten ist noch einer.
Ich habe gedacht, dass ich vielleicht... Er hat mich nicht mal gemerkt. Er hat es nicht mal gemerkt, dass ich original... Ah, das war auf jeden Fall ein ordentlicher, fetter Treffer. Aber wenn das Auto explodiert, dann hilft mir das auch nicht weiter. Kurz nochmal gucken, ich hätte echt gerne eine andere Waffe jetzt. Wo steht er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, dahinter. Okay. Achtung. Swoosh. Ups. Wichtig, am Ende immer hüpfen, um den Gegner zu verhöhnen. Okay, wir haben noch 9 Minuten. Den kriegen wir locker klein noch. Ich darf nur nicht mehr sterben. Sieht er mich? Nee. Und swoosh time. Ist das das Ende? Ja! Okay, good. Victory! Victory! Da ist selbst der Schröckert beeindruckt, greift auf sein Handy und tippt es. Hallo Frau, ich habe gerade den besten Gamer aller Zeiten gesehen und du wirst es kaum glauben, er heißt Simon. Senden. Kannst du ihr das jetzt schreiben? Das wäre doch nett. Oder willst du nicht einfach dein Kind zu Ehren dieser 5 Minuten Simon nennen? Der hat schon einen Namen. Heißt der Simon? Heißt der Simon? Wenn er nicht Simon heißt, dann ist es kein Name, finde ich. Es gibt nur einen Namen. Willst du durch oder was? Du sitzt, du stehst hier. Der Daniel steht hier so ein bisschen rum. Guckst du nur zu? Okay. Ich dachte, du willst vielleicht durch und bist höflich. So. Seht ihr mal, der Daniel Schröckert, der spielt auch solche Sachen. Was sagst du zu den TV-Episoden zwischendurch? Die hast du noch nicht gesehen. Okay, dann will ich dir nicht spoilern. Viel Spaß damit. Die werden gestreamt. Also du brauchst dir eigentlich wenig Sorgen machen, dass die deine Festplatte zumüllen. Die werden parallel gestreamt, während du sie guckst. Also Daniel sagt gerade, dass das 75 GB an Serien wären. Das stimmt alles, kann sein. Aber normalerweise werden die einfach gestreamt. Zumindest wurde mir das so gesagt am Anfang. Man kann sie sicher auch runterladen, ja. Das ist natürlich dann echt viel. Hat irgendeiner wieder nicht aufgepasst. Muss das so sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinem aufgefallen ist vorher, dass das da nicht durchpasst. Ach, Jack. Immer inmitten einer sich ständig wiederholenden Katastrophe. Und er würde wahrscheinlich sagen, andere sind schuld dran. This is so bad. Das ist es wirklich. I knew I'd be dead if the stutter collapsed while I was in the frozen crash. I had to reach solid ground and the deck of the cargo ship was my best bet. Just had to find a way down. Okay, hier kann ich schon mal nicht runter. Kann man da durch? Okay, scheinbar kann man hier so... Oh, das ist doch... Oioioioi. Hast du gesehen, der Boden hat noch mir geschlagen. Daniel, was soll man da machen? Kann man nichts machen. Kannst den Boden nicht zurückschlagen. Der Boden gewinnt immer. Boden bei... Der Boden gewinnt immer. Kann man das so sagen? Ja, ich finde schon. Versucht's. Haut. Er wird sich nicht kümmern um euch. Haut den Boden, solange ihr wollt.
I had to reach solid ground in the deck of the cargo ship. Ich kann hier nichts, Just had to find a way down. Nichts verändern in der Zeit. Ich muss nur warten. Oh, hier ist nicht so gut. Da wird's rot. Okay, Moment. Timing. Jetzt könnte ich rennen. Das würde ich schaffen. Jetzt könnte ich rennen. Das würde ich nicht schaffen. Jetzt wäre ich auch tot. Jetzt könnte ich es schaffen. Hätte ich aber vorher. Jetzt hätte ich es auch schaffen können. Okay, jetzt. Natürlich. Hier, Spiel. So kannst du mich. Ritsch. Ja. Oh, Scheiße. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich wusste, ich war in der frozen Crash. Ich musste auf solid ground in der Deck des Cargo Ships mit meinem besten Bett. Okay, jetzt Achtung. Verdammt, das wäre er gewesen. Nein. Okay, alles gut. Ich schaff das. Ich gehe einfach hier lang. Vielleicht ist das ja sogar so gedacht. Ich kann doch auch nichts ändern. I had to reach solid ground in the deck of the cargo ship with my best bet. Jetzt. Just had to find a way down. Ah. Der hat aber auch ein Glück im Unglück. Ach, das ist schon sehr schön. Also technisch finde ich das sehr beeindruckend alles. Wo könnte der Ausgang sein? Ah, nein, ich hänge fest. Frozen Crash was a mess. Somehow I had to find my way across. Hope for the best. Ja, was ist hier überhaupt Phase? Ist einfach tück. Jetzt wäre ich gerne mit einem Schnitt weg gewesen. Also weg daheim auf dem Sofa. Das wäre nicht schön. Oh, wir müssen übrigens in einer Minute geht es live zu Inside PlayStation. Also wir werden hier gleich aufhören. Aber das ist auch eine gute Stelle, um aufzuhören. Denn ich verliere gerade. Okay, das will ich aber nochmal checken. Ich kann kaum erkennen, wo man hier überhaupt dann hin sollte. Na gut, probieren wir es mal. Da, ja. Oh Mann, ey, geil. Okay. Hier muss ich jetzt gleich Schluss machen, obwohl wir diese extreme Hürde überwunden haben. Denn wir haben keine Zeit mehr. Jetzt doch wieder eine Minute. Trollt ihr mich, Regie? Die Regie spielt an der Zeit herum. Das habe ich schon verstanden. Wir haben noch über eine Minute. Okay, dann können wir hier schon nochmal den Weg finden. Okay, dann hüpfe ich. Geht auch nicht. Über die Seile gehen, das kann es nicht sein, oder? Wo könnte man hier lang gehen? Der Daniel sagt, ich soll zwischen den Containern. Durch hier? Irgendwo? Na, es könnte sein. Es gab schon öfter diese Phasen, wo man irgendwo sich durchquetschen muss. Ach nee, ich muss Y drücken. Ja, im Zweifel Y. Und dann schnell dashen. Ich hab doch gedasht. Na gut. Oh, habt ihr es gehört? Da hatte ich schon hinten das alles am Sofa. Ich bin schon so, das Sofa hat versucht, mit mir zu fusionieren. Und wäre ich noch eine Stunde länger gesessen, wäre ich jetzt auch Sofa. Hier machen wir ein andermal weiter. Nächsten Freitag. Warum nicht nächsten Freitag? Jetzt gehen wir live zu Inside PlayStations in einer, null, minus eins, minus zwei. Jetzt ist die Regie gefragt. Minus drei. Ich sehe schon, die sind noch nicht bereit, oder? Die sind noch nicht bereit da drüben. Dabei sind das nur 300 Meter Fußweg. Kann ich dir ein LAN-Kabel verlegen auf die Entfernung? So, wir warten weiter auf die Regie, die hoffentlich bald hier ein Ende macht. Und dann kriegt ihr live Inside PlayStation. Vielleicht jetzt.